Dislike gleicht Misshandlung. Hab Mitleid für ignorante Haltung. Es ist Zeit, hab Schneid und lock dich aus, weil es kein einziges Todesopfer wegen Mobbing braucht. Dislike weiß keinen Witz gleicht, weil Mitleid nicht reicht. Mentalität, ich bewirkt keine Veränderung von Problemen. Auch du kannst es stoppen, du kannst dagegen vorgehen. Zurzeit versprüht Felix nur wenig Euphorie. Er leugnet, wie die Auswirkungen sind, die ihn nie wieder so unbeschwert durch sein Leben gehen lassen und das Verblassen von glückseligen Sachen ihm in seinen Alltag belasten. Was für ein Schwachsinn, auf keinsten, er kann es nicht zeigen. Denn der Mann muss ja Stärke ausstrahlen und der Welt beweisen. Man kann auf Gefühle scheißen und sich präsentieren wie die meist mit lachenden Masken und innerlichen Leiden. Wen kann man Schuld zuweisen? Plattformen like WhatsApp. Unklare Verantwortlichkeiten machen Sport komplex. Komplette Anonymität macht es Bullies leicht in unserer Zeit. Die Initiativen haben für Millionen Opfer leider nicht gereicht. Die Not eines Menschen, den Bystander nicht erreicht. Dieser nicht begreift, dass man sich auch mit Worten übel vergreift. Verkneift er sich besser jeglichen Kommentar. Er erkennt die Gefahr und trotzdem steht er nur da. Distanz gleich Ignoranz, kein Mittel gegen schmerzende Attacken. Pochende Selbstmordgedanken, kein Scherz kann das schaffen. Endstation, Puls aller Liebkosung, es wird geschrieben. Er war noch so und in den Kommentarspalten. Voll Idiot und so dumm. Dislike leicht Misshandlung. Hab Mitleid für ignorante Haltung. Es ist Zeit, hab Schneid und lock dich aus, weil es kein einziges Todesopfer wegen Mobbing braucht. Dislike weiß keinen Witz leicht, weil Mitleid nicht reicht. Mentalität, ich bewirke keine Veränderung von Problemen. Auch du kannst es stoppen, du kannst dagegen vorgehen. Ich sterbe, Liebe. Missgeburt, ich spuck auf deinen Zeichen. Hi, Falki hier. Ich wollte euch auch noch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Hey, ich bin früher auch Mobbingopfer gewesen und war zu dieser Zeit komplett auf mich selber gestellt. Und es war alles andere als eine geile Zeit. Und hey, macht ihr nicht den gleichen Fehler, sondern macht eure Augen auf, schaut hin, was passiert und versucht euch irgendwie zu helfen.